Nach mehrfachem Wunsch auf ein Video über biologischen Pflanzenschutz oder Stärkung der Pflanze möchte ich euch ein solches Produkt vorstellen. Es heißt Rizo Plus oder FZB24. Hergestellt und vertrieben wird es von der Berliner Firma Abitep GmbH. Den Link zur Homepage findet ihr in der Infobox. In dem Produkt befinden sich Mikroorganismen auf der Basis eines Bacillus subtilis Stammes. Als Trägerstoff wird Getreidestärke verwendet. Die Wirkungsweise dieses Präparates ist auf die Pflanzenstärkung ausgerichtet. Daher ist es kein Pflanzenschutzmittel oder Pestizid. Lediglich die Vitalität der Pflanze wird gefördert und damit auch ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber von Krankheiten. Das heißt, das Mittel muss vorbeugend eingesetzt werden und kann die Krankheit nicht direkt bekämpfen. Die Wirkungsweise. Die Mikroorganismen, hier in grün, besiedeln die Wurzeln der Pflanze und bilden unter anderem Enzyme. Diese stehen in Konkurrenz der bodenbürtigen Krankheitserreger, hier in rot zu sehen, und verdrängen diese. Auch werden phytohormonähnliche Stoffe gebildet, die das Pflanzenwachstum anregen. Anwenden kann man das Produkt in den unterschiedlichsten Methoden, zum Beispiel gießen, spritzen, tauchen, beizen und so weiter. Dabei wird es immer mit Wasser verdünnt. Aufgrund der guten Pflanzenverträglichkeit kann man Rizo Plus in fast allen Kulturen anwenden. Und ab wann kann man Rizo Plus einsetzen? Ganz einfach, bereits ab der Vermehrung, also Aussaat oder Steckling. Und immer denn, wenn an der Pflanze gearbeitet wird, das heißt, sie umgetopft oder ausgepflanzt wird. Auch für das biologische Gärtnern ist das Mittel zugelassen.